Es ist natürlich klar, dass der Untergang des Römischen Reiches nicht so ein monokausal war. Es wird immer viel geredet, was war die Ursache für das Zusammenbrechen des Römischen Reiches. Es sind natürlich immer innere Gründe und äußere Gründe. Innerlich war das Römische Reich natürlich geschwächt, es war pazifiziert, es war, hat an Korruption gekrankt, an Strukturschwächen, es war sozusagen aufgebläht, überdehnt, könnte man fast sagen. Es war auch nicht mehr diese guten alten Adelsgeschlechter, die das ganze Schiff sozusagen ja, solide gesteuert haben, sondern es waren halt immer mehr Taugenichtse unter den Herrschenden, immer mehr Leute, die sich selbst bereichert haben. Die römische Armee war auch zunehmend, ja, ist ihnen sozusagen auch das Mark aus den Knochen gesogen worden. Man spricht von einer richtigen Germanisierung des römischen Heeres, weil die Römer sozusagen angefangen hatten, immer mehr Fremde in ihre Heere aufzunehmen. Das hatten wir ja von Anfang an schon gemacht, Hilfstruppen. Und es war dann irgendwann so, dass die ganzen Offiziersränge, die ganzen Ränge und wichtigen Stellen und auch wichtigen Grenzposten immer mehr von, ja, Germanen zum Teil besetzt waren, weil das sozusagen die einzigen echten Krieger noch waren in dieser Welt. Natürlich gab es auch aus anderen Völkern, aus den Persern und von Skythen und solchen Geschichten, da gab es auch noch diesen harten Kriegsgeist, sage ich mal. Aber im Römischen Reich war das schon katastrophal, dass sich die römischen Bürger lieber die Daumen abgehackt haben, als zum Militär zu gehen. Es war also wirklich so, dass das römische Heer geschwächt war. Und auch die ganze römische Substanz geschwächt war. Aber letztlich der maßgebliche äußere Hammerschlag, der diesen spröden Brocken dann zum Zerspringen gebracht hat, das war natürlich der Germanendruck. Das ist auch ein historischer Begriff, den man so verwendet. Und wenn man jetzt, was weiß ich, wenn Außerirdische das beobachten würden, dann würden da sehen, da gibt es eine römische Grenzbefestigung und die wird an allen Ecken und Enden eingerannt. Ja, letztlich war das ein militärischer Sieg. Ja, man kann eigentlich im Grunde genommen sagen, dass die Germanen das Römische Reich zerstört haben, zumindest das Westreich. Und das wird eigentlich in der Geschichte oftmals so ein bisschen so, ja, ah, da gab es diese inneren Probleme und das. Man orientiert sich da immer so an der römischen Geschichte und sagt dann, ja, und da gab es noch die Stämme und dann, als eh schon alles verloren war, dann sind dann sozusagen die Germanen haben dann alles überrannt und die Hunnen und so. Aber im Großen und Ganzen war das ja ein jahrhundertelanger Krieg. Jahrhundertelanges ständiges Hin und Her und das letztlich haben das sozusagen die freien Völker des Nordens für sich entschieden. Natürlich auch nicht auf ewig. Wir haben hier solche Karten, die kennt man auch, sehr verwirrende Karten. Ich habe da am Anfang auch lange Zeit meine Probleme damit gehabt, diese Pfeile und Ecken und Kurven nachzuvollziehen. Mittlerweile bin ich da schon etwas mehr drin. Ja, es kommt zur Völkerwanderung, es kommt dazu, dass Germanenstämme mit ihren Trossen, Frauen und Kindern, aber hauptsächlich natürlich dem schlagkräftigen Heer, über diese römischen Grenzen strömen. Und ja, es gibt reiches Ackerland, frei verfügbar. Dieses gesättigte Wohlstandsimperium ist plötzlich ohne Schutz. Und da ist es natürlich eine richtige Wonne. Ja, manche, die wollen sich da wirklich ganz große Stücke vom Kuchen abschneiden. Ein kleiner Spaß am Rande. Also, natürlich ist es so, dass das sehr viel lockt und sehr viel anzieht aus diesem germanischen Gebiet und Tausende, Abertausende strömen also in diese Gebiete, natürlich als Verein die Kriegsgruppen, denn man hat ja aus der Vergangenheit gelernt, dass der einzelne Plünderer da nicht viel anrichten kann, aber das große Heer schon. Und ja, man nimmt dieses Land in Besitz. Das ist das große Ding. Ja. Man betreibt im Wesentlichen wieder die gute alte Landnahme, die jetzt endlich wieder möglich ist. Genau, ich war bei der Völkerwanderung stehen geblieben. Die Völkerwanderung ist natürlich kein reiner Plünderzug und kein reines Morden und Brennen und so. Die Hunnen, die betreiben das ein bisschen ärger. Das wird auch von den Geschichtsschreibern so geschildert und dementsprechend haben die Hunnen da auch einen sehr schlechten Ruf. Übrigens, die Hunnen tatsächlich, das weiß eigentlich auch keiner, die Hunnen werden letztlich von den Germanen besiegt und aus Europa wieder vertrieben. Ja, also es gibt da eine Schlacht, die eigentlich auch ja, historisch extrem bedeutend ist, aber total unbekannt ist. Bei Nediano oder so, das ist irgendwo an der Theiß, also da im Karpatenbecken. Und da werden die Hunnen von Gepiden und anderen germanischen Stämmen in einer großen Schlacht ja, besiegt und verschwinden dann auf immer da aus der Weltgeschichte. Aber das nur nebenbei. Und das auch so ein bisschen dieser Kritik an dieser ganzen Sache, dass man sagt, ja,
Die Völkerwanderung wurde im Prinzip dadurch angestoßen, dass die Hunnen nach Europa kamen und dann haben die ganzen Germanen alle vor Schreck ihre Häuser verlassen und sind ins Römische Reich geströmt. So ganz so war es natürlich nicht. Ja, die Hunnen und viele östliche Stämme haben da natürlich auch mit reingespielt, aber dieser Konflikt an der römischen Grenze brannte schon sehr lange. Also es war sicherlich nicht so, dass die Hunnen da der Stein war, der das alles ins Rollen gebracht hat, aber es war natürlich schon auch ein Stein, der in diese Lawine dann mitgemischt hat. Aber die Vorstöße der Hunnen sind relativ beschränkt im Vergleich zu den Vorstößen der Germanen, die also wirklich in alle offenen Bereiche, sogar bis nach Nordafrika, das Vandalenreich, das sich über 100 Jahre in Nordafrika hält. Das sind natürlich wirkliche Eroberungen, kann man sagen. Und genau darum geht es jetzt auch erstmal, die sogenannten Reichsgründungen der Germanen, die also dort einzelne Stamme- und Stämmesgruppen, die auch geschichtlich dann sehr bekannt wurden, die Ostgoten unter dem Theoderich dem Großen, der ja auch als Dietrich von Bern in die deutsche Heldensage eingeht, der Vandalenkönig, das war im Prinzip so ein bisschen Mittelmeer-Wikinger, kann man sich vorstellen. Also das sind auch eigentlich ganz spannende Geschichten, das Seeräubertum und so. Also die Völkerwanderungszeit ist eine sehr wenig beleuchtete, aber eine sehr interessante Zeit, das kann ich nur so mal anmerken. Und die Quintessenz des Ganzen ist die, natürlich sind das keine groß angelegten Landnahmen. Ja? Das spanische Gebiet, das italische Gebiet, die Bevölkerung dort bleiben italienisch und bleiben spanisch. Es ist nicht so, dass die Germanen dort viel mitmischen, aber diese ganze römische Infrastruktur, sage ich mal, dieser ganze römische Wohlstand, der hat natürlich eine Kontinuität und dann kommen die Germanenstämme, die ja sozusagen ohne Konkurrenz dastehen, weil sie die einzigen sind, die noch wirklich ordentlich einen Speer halten können, um es mal plakativ zu sagen. Und die können dann natürlich, wenige Tausend, können dann natürlich so eine ganze iberische Halbinsel über Jahrhunderte in Besitz nehmen. Das sind dann sozusagen der Kriegeradel. So, das ist ein Begriff, der in der germanischen Welt sehr viel Bedeutung hat, weil er immer wieder auftaucht, weil es immer wieder so ist, dass also die Germanen, ein großes, mächtiges Eroberungsheer stellen, das dann Erfolg hat irgendwo, vielleicht auch irgendwo untergeht und mal keinen Erfolg hat, dann ist das natürlich sehr schnell wieder verschwunden. Aber also wenn es Erfolg hat, dann gründet sich dieses Reich eben auf die militärische Macht. Und die haben natürlich schon auch ihre Kinder und Frauen dabei und siedeln sich das so ein bisschen an. Da entsteht ja auch irgendwie so dieser altgermanische Landadel, also dieses. Vor allem bei den Westgoten in Spanien hat das ja auch dann zu diesem Begriff dieses blauen Blutes geführt, ja, weil man also sozusagen diese hellen Germanen, die dann alle sozusagen diese helle Haut, wo dieses blaue Blut durchgeschieden hat, das ist ein Begriff aus dem Spanischen, von den Westgoten. Also tatsächlich ist es so, dass diese frühmittelalterlichen Adelsschichten in Italien und Spanien und auch in Frankreich natürlich germanischstämmig sind. Und dieses Bewusstsein dafür hat noch sehr lange fortgelebt. Also es gibt halt tatsächlich so Aussprüche von der französischen Revolution im 18. Jahrhundert, wo es heißt, ja, man solle doch den germanischen Adel wieder in seine Wälder zurückschicken, wo er herkommt, so ungefähr. Das ist also schon sehr bezeichnend dafür, dass doch diese eigentlich germanischen Linien sich in Westeuropa sich sehr, sehr lange dann gehalten haben und auch in den Adelslinien dann zum Teil aufgingen. Natürlich nicht, wie gesagt, nicht völlig reinrassig. Man hat sich dann immer mehr vermischt, ist ja völlig klar. Wenn man eine Minderheit ist, auch wenn man die herrschende Minderheit ist, früher oder später vermischt man sich mit der lokalen Bevölkerung und geht auch sprachlich unter. Also Italien spricht natürlich eine romanische Sprache und kein Ostgotisch. Wobei man in Norditalien, wo auch die Langobarden dann später ihr Reich gegründet haben, da hat man noch bis ins Hochmittelalter hat man da noch Langobardisch gesprochen. Aber wir wissen trotzdem aus der späteren Geschichte, dass in diesem ganzen Bereich heute Romanisch gesprochen wird und das Germanische sich also nur hier ausbreiten konnte. Und das zeigt natürlich, dass diese Eroberung, diese Reichsgründungen nur eine sehr dünne Herrscherschicht vollzogen hat und keine großartigen Bevölkerungsumwälzungen waren. Hier haben wir so ein Bild, schlechte Auflösung, aber das soll so eine germanische Landnahme im weitesten Sinne darstellen. Gut, die Kleidung und Waffen, die sie da tragen, diese rechteckigen Schilder, das ist ein bisschen fantastisch vielleicht auch, wobei die Frisuren eher passend sind. Man hatte diesen Zwebenknoten, also diese typische
germanische Frisur mit den langen Haaren, die dann an der Seite so zusammengebunden werden, eine sehr Kriegerfrisur. Und so mit den Wägen und Sack und Pack und dem Vieh und der Habe, das darf man sich schon so vorstellen, dass man da auf diese Art und Weise ein Stammesverbund geblieben ist, der aber ja, mal ein paar Jahrzehnte dort und mal ein paar Jahrzehnte dann in einem ganz anderen Gebiet ansässig sein konnte, je nachdem, wie das Schicksal, das Schlachtenglück sie gerade getrieben hat. Oftmals hat man das sogar an ganz simplen Dingen festgemacht. Man hat dann gesagt, ja, jetzt ist große Not, wo ziehen wir hin? Ja, wir folgen einfach dem Falken oder den Wölfen. Oder man hat dann tatsächlich so Schicksals gegeben und so war auch die religiösen Vorstellungen damals, dass man gesagt hat, dass wir uns jetzt an göttliche Zeichen sozusagen da richten. Das war natürlich auch immer mit einer weisen Führung verbunden, die jetzt da keinen völligen Unsinn betrieben hat. Und man hat sich auch sehr viel mit den Römern dann arrangiert, hat gesagt, hier dürfen wir siedeln, dafür verteidigen wir die Grenze. Das haben die Germanen dann sehr gern gemacht. Die haben gesagt, wir sind keine Knechte und kein Zins und sowas, das wollen wir nicht zahlen. Aber wenn ihr uns ansiedeln lasst, dann kämpfen wir für euch. Also dieses, wir bezahlen mit Blut, das ist ganz blöd gesagt, aber wir zahlen lieber mit Kämpfersinn und mit unserer Bündniskraft als mit unserer Arbeitskraft. Und das hat man also oft gemacht und da gab es unterschiedliche Geschichten. Dann haben mal Germanen gegen Germanen gekämpft in der Völkerwanderungszeit, weil die einen mit den Römern verbündet waren, die anderen nicht. Also jeder Stamm hat da so sein eigenes Schicksal gesucht eigentlich in dieser Zeit. Und diese Schicksale sind unterschiedlich. Das sind auch so ja, eher dubiose Karten, sage ich mal, aber die das Ganze recht gut treffen. Also wir haben hier einmal vor der Völkerwanderungszeit und nach der Völkerwanderungszeit. Und beides Male geht es eher um die Sprachgebiete oder um die Gebiete, die wirklich germanisch, von germanischer Substanz besiedelt sind. Und was auffällt, ist einmal, dass hier dieser südliche Bereich sozusagen, der wird im Laufe der Völkerwanderung wirklich germanisch besiedelt. Also das Gebiet der Alemannen, Schwaben und der Bayern, das ist sozusagen vor der Völkerwanderungszeit romanisch und danach ist es aber wirklich eine germanische Sprach- und Bevölkerungsprovinz, was ja für das Frankenreich zum Beispiel nicht gilt. Oder wie gesagt, die ganzen Reiche hier im Westen, da hat sich die Sprache nicht erhalten. Und was man aber auch sieht, ist, dass diese Gebiete östlich der Elbe, die werden von Germanen fast völlig verlassen. Das liegt auch daran, dass natürlich, ja, wie gesagt, im Westen viel fruchtbares, sonniges, reich an Schätzen, gutes Land war. Und das haben also die Ostgermanen dann auch sehr wild erkämpft. Auch diese ganzen Stämme, die wir hier sehen, die Westgoten, die Ostgoten, die Vandalen, die Burgunder, das sind alles im Prinzip Ostgermanen, die aus diesem Elbe-Weichselgebiet stammen, die dieses Land verlassen haben, um da sozusagen ihr Herzblut zu opfern für 100 Jahre Herrschaft und großen Ruhm der Geschichte, kann man vielleicht sagen, ja? Weil diese Reiche bestehen ja alle nicht lange. Das Vandalenreich geht nach 100 Jahren unter, das Ostgotenreich nicht mal 100 Jahre, die Westgoten so, ja, 300 Jahre. Da kommen ja dann die Araber und erobern das mit dem Islam und alle. Das Reich der Franken hingegen, das hat lange Bestand. Ja, das führt eigentlich die römische Kaiserkrone im Wesentlichen fort. Ja, das Heilige Römische Reich, das hat ja dann schon den Grund, warum das das Römische Reich ist, weil diese ganzen alten römischen Strukturen natürlich bestehen bleiben. Und das Frankenreich ist also das einzige, das wirklich Bestand hat von diesen Germanenreichen. Und also die Ostgermanen, die sind heute nicht mehr sprachlich existent. Es gibt heute kein lebendiges Gotisch mehr, kein Langobardisch mehr. Hingegen die Westgermanen, das sind wir Deutschen eigentlich. Ja? Also das Westgermanische ist eine Sprachgruppe, die sich sehr verbreitet hat. Natürlich waren die Westgermanen auch zahlenmäßig viel mehr als die Ostgermanen, aber im Großen und Ganzen war die Folge der Völkerwanderung für den zentraleuropäisch-germanischen Raum war, dass diese ganzen Gebiete im Osten verlassen waren. Und aber dafür diese Alpengebiete sozusagen germanisch besiedelt und erobert waren. Das war im Wesentlichen die Folge aus Bevölkerungssicht. Und später haben wir natürlich die deutsche Ostsiedlung, die das Ganze wieder rückgängig macht, weil diese Gebiete werden dann nur sehr dünn von den Slawen besiedelt. Ja, dann kommen da die Slawenwenden,
die dieses Land dann besiedeln, aber nur sehr dünn. Und so ist es dann auch ein leichtes für diesen immerwährenden Menschenquell, dieses Land wieder in altgewohnter Weise, zwar weniger durch Krieg als mehr durch friedliche Besiedlung, aber zum Teil auch mit deutscher Ordnung durch Krieg, das Land auch wieder nach altgewohnter Weise, kann man fast sagen, neu zu gewinnen. Das Ähnliche ist natürlich auch mit den bayerischen Ostmarken, also dem, was wir dann später als Österreich kennen. Genau, hier nochmal so ein Bild von dem Landnahmezug. Das ist tatsächlich eine Abbildung, die für die Bronzezeit gilt, weil, wie ich schon gesagt habe, dieses Prinzip hat sich über sehr viel Zeit eigentlich immer wieder erstreckt und ist immer wieder zutage getreten, diese Idee der Landnahme.